Also mit dieser Ansage vom Bus Elmar bin ich immer schon hoch erfreut und für die Zuschauer hier schon in Erwartung, wenn der sagt 33 Zeiten. Meine Freunde, der ganze Tag ist gerettet, wenn solche Zeiten hier pulverisiert werden, da sind wir voll dabei. Schauen, was macht der Südharald-Landesmeister? Ja, wiederum eine Steigerung, jawohl, 38,45, null Fehler für Südharald. Gestartet soeben die Startnummer 11. Notdufter, Toni Anton, Bremersen-Kitzbühel. Notduft ein Begriff und vielleicht hat er mal auch der Manni, mehrmaliger Landesmeister, der im Rallye-Wes unterwegs ist, hat er mal die Aufwartung auf für uns Zeit. Würde mich sehr freuen, aber mal jetzt Notdufter erster, der Notdufter Anton von Bremersen-Kitzbühel. Am Start für den Start von 21, Kasper Armen vom Racing-Team MSC Aachen. Und nochmals die Bitte, die Klasse 1-Fahrer, bitte, die nicht mehr zum Einsatz kommen, die Geräte, bitte aus dem Fahrerlager herausstellen und irgendwo anders zu platzieren. Und jetzt eine Zeit von 40,75, null Fehler. Wir starten Kasper Armen und jetzt wieder schauen wir, eine Verbesserung erwartet vom Südner Harald. Vier Fehler. Das war die Aufwärmrunde für Weichen von Junior. Der wird sicher dann schnell werden. Bis der Rhythmus drin ist schon draußen wiederum. Richter Heiko von Bremersen-Kitzbühel. Am Start ist Startnummer 4, Peter Manuel. Renault Twingo, das Siegerauto 2011. Also bleibt so nah. Kippe dran, dass dieses Auto lohnt sich. Ein Auto im Wert von 10.000 Euro für den Sieger 2011. Renault Twingo. Null Fehler für den Richter Heiko. Regewitz mit 37,69, null Fehler. Jetzt brauchen wir noch null an der Fels. Und draußen ist die Schwindler Karin. Und der Stoß Mauritius Röhm Salenzig hat einmal die Erkundungsrunde mit relativ vielen Fehlern eingefahren. Das ist immer ein gutes Omen. Dann lasst er die Fehler links und fährt dann nochmal schnelle Zeit. Ja, unser Streckenbus sind bei den zwei Autostart schon sehr gefordert. 41,40 mit einem Fehler für die. Es wird immer besser. Schloss Mauritius mit einem Fehler. 38,08, einen Fehler. Schloss Mauritius aus Nenzing im Vorarlberg. Draußen Hangberger Nikolaus, MSC Kitzbühel. Und am Start die Nummer 13. Unterleger Wolfgang, Riesen in jedem Wein. Für den Hangberger und null Fehler mit Hangberger Nikolaus. Und draußen und dann weniger spätestens wieder zwischen Sascha Michael, der Gewinner aus dem letzten Jahr in der Klasse 1 unterwegs. Und draußen Notdurft Alfons. Immer sich nichts für. Schatzmeister und Zeug alle von 37,13 mit der 0 Fehler. Sascha Buch, das Auto ist ja Granata. Aber die von Schett Luder, ich bin da mal lieber, meine Freunde. Da geht's heute noch. Ich freue mich schon. Immer alles wird einmal Zeiten schreiben und immer wieder besser und immer wieder besser. Sascha gestartet, Schett Luder, einmal Schwarz. Ich würde sehen können, nächste Angst für Kinder Roman jetzt vorne an zweiter Stelle und Frieden Roland Junior an dritter. Nächste Angst für Kinder Roman und Frieden Roland Junior. Und du sagst uns, er ist die Kinder, Präsident und Veranstalter, vielmaliger Rallye, Staatsmeister und der Heiligste Halle Wahrzeit. Nicht draußen, das Auto pickt da. Der Ruder hat
das Auto aufgebaut. Hat lange Landtasten, hat das Auto. Sehr schwer zu finden, aber noch eine Zeit. 33, 35 und 0. Super, schön, du da. Und wir schauen wieder. Zasche Michael, die Nummer 1. Zasche Michael. Ein Unfehler für Nudel 35. Sascha Michael. Da schreit Nudel. Warte mal. Das Auto passt. Und ein tolles Ambiente hier oben da ins Benahmen. Und draußen. Sascha noch. Und rechts und in der Folge schreit Nudel. Zum Vorschlag. Doch, doch, da. Also, da wird so. Rallye-Team. Und 34-43 mit einem Fehler für Sascha Michael. Ich dachte, ich konnte noch einen Anfang so großen Schädel. Schau, 30 Anleiter. Der Mann, der wohl wieder 33 gesagt. 33, 72, kein Fehler, die Schädel. Gestartet, Sascha Michael und ich, dass er keine Fehler macht. Und draußen das super schnelle Schildruder. 34,69, 0 Fehler, bravo, Nudo Teufel und Freiwitz der Kitzbühel. Und schaut, was machen sie? Weimar vorne und der extra Hans, eine Mannschaft gesichert. Als der extra Hans sind offiziell vorne, zwischen der von Peter Roman, Fedora, Junior, Karl Andreas und Peter Mane, Mega Roman. Alles die vorne, aber Exans mit einem 2,7 Sekunden Vorsprung. Und drüben in der Zeit von 34,09 mit Fehler für Sascha Michael. Und schau, was macht der Schritt nur? Der 33 mittig immer noch gefahren, also der kommt sich noch jetzt ganz vorne reinfahren. Der Schritt nur, der bleibt schwarz und gesagt, der Kunde ist doch da, der Kunde hat mich nicht. Es wird noch eine Zeit, jawohl, so ist es! 33,16, 0 Fehler, super, super, eine tolle Zeit. Ah, da ist auch spannend dann bei den Finalläufen, wenn auch da wieder Sascha Michael eingreift. Nichts anziehen. Alle unsere Freunde aus dem Benachbarten, Koch Wieland, wie sie alle heißen, wie sie alle mitfahren, Friedel, Roland, Junior, Senior, alle unsere Freunde, unsere Benachbarten, vor allem eure Gäste, Salzburger, Südtirol haben wir heute leider keine da, weil sie wahrscheinlich selber eine Handschuhe. Ein Aufrufungsfahrer auf einen Stoßfünfgang umgehend zu technischen Abnahme vor Start. Stoßfünfgang in der Straße 9, umgehend zu technischen Abnahme und vor Start. 14.01 mit 4 Fehler für Duttinger Andreas von ASB Motorsport Darrens. Angelberger Ferdinand Kraus mit der Startnummer 40 und nochmals Stoßfünfgang umgehend melden. Eine technische Abnahme vor Start. So, wieder ein schön aufgebautes Auto von da. In den Ingrid mit der Stadt im 11 oben in der Zeit 35,16. 2 Fehler für Mauracher Markus. Jotmann hat mich gehört raus im Fahrerlager, dass der Stoßpulk umgehend zur technischen Aufnahme in Vorstand kommen sollte. Rox Energy, Pannebatterien, 43,27 mit 5 Fehler. Kartier, Arbe 1, 2, 3 und die Rote ist ein A3, alles dumme Sponsoren, aber speziell unsere Renault Vertragshändler, Autohaus Dusselberger, Autohaus Wechselberger, Autohaus Luxner und Autohaus Langebner, die den tollen, wirklich tollen Renault Twingo. Zum Frühgeschehen 36,66, 0 Fehler für Mauracher Markus.
Preisen werden von weit über 20.000 Euro werden für die Landesmeisterschaft 2011 beim RBB Ulm in dieser Turnier-Serie zur Verfügung gestellt. Also in Austragen, in Zukunft die Runde vorschauen, da werden wir tolle Berichterstattung haben. Auch über diese Rennserie beginnen wir heuer 2011 in Tarenz mit der Doppel-Sieger-Senior und jetzt noch was der Tag. Niklas schenkt ihm nichts. Denkbar, geht der Manuel. 35,90 mit einem Fehler für Friedel Roland Senior aus Güter, die er kämpft aus Messel. So, und ein tolles Geschoss und der Sascha Michel schaut so richtig aus, aber er hat selber einen schön aufgebauten Rennraum, aber draußen noch dummer der Niklas, der Chevy Sedan, ein dummes Geld. Und ein Startnetz da. Jeder von uns die Startnummer 5.